Ne, wir kriegen dort zum Beispiel den kostenlosen Battle Pass. Nein. Ui. Oh, Leute, das wäre krass, ne? Einige haben gesagt, die haben 10.000 V-Bucks daraus bekommen, weil die das Ding geöffnet haben. Meine Grüße, mein Team, nachtaktiv. Na, Leute, freut ihr euch auf Ferien? Ferien haben angefangen, Weihnachtsferien sind da. Weihnachten in Fortnite, das ist, haut ein Like rein, wenn ihr euch auf die Ferien freut, wenn ihr jetzt endlich mal ein bisschen frei habt. Natürlich haben auch viele Arbeiter jetzt auch Urlaub um diese Uhrzeit, um diese Zeit herum, ne? Nehmen sich viele Urlaub und so weiter. Und wir können in Fortnite wunderschön Geschenke aufmachen. Da erzähle ich euch so einiges, aber erstmal Cheers auf euch, Leute, auf eine wunderschöne Weihnachtszeit. Da kommen noch ein paar interessante Videos und haut gerne einen Abo-Button rein und Glocke, wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt. Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk an mich, ne, Leute. Wenn ihr mir ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann ist das das Leichteste und Kostenloseste. Kostenloseste sollte in den Duden reingeführt werden, ne. Cheers nochmal auf euch. So, und viele stellen sich die Frage natürlich, wie kriegt man jetzt diesen Skin? Welches Geschenk sollte ich mir aufmachen, um diesen Skin zu erhalten? Ich verrate euch, Leute, in welchem Geschenk was drin und vor allen Dingen, in welchem Geschenk der Skin ist und was sich hinterher dieser mysteriösen grünen Box befindet. Warum mysteriös? Weil man die erst zum Schluss öffnen kann. Das einzige Geschenk hier im gesamten Paket, was man nur zum Schluss öffnen kann, während man alle anderen aufmachen kann. Es macht auch bisher noch kein einziges Geräusch, wenn man das schüttelt, ne? Es gibt überhaupt keinen Ton von sich. Und ist auch, glaube ich, das einzige Geschenk, das bei jedem komplett grün ist und sich die Farbe nicht ändert. Aber, ne, die ganzen Farben sind tatsächlich ein Indiz, wo wir was bekommen. Die Farben variieren, ne? Wo meine rote Kiste ist, ist bei euch vielleicht an einer anderen Stelle. Vielleicht ist es bei euch ganz rechts, vielleicht bei ganz links. Ne, die rote Kiste variiert, aber die Farben sind mehr oder weniger gleich, beziehungsweise auch die Anzahl der Farben. Und so kann man auch, habe ich bisher mal in den Kommentaren alles durchgelesen, mal eingetippt und versucht, das Ganze rauszuziehen. Ein Geschenk könnt ihr mir aber noch machen, Leute. Natürlich den Creator-Code eintragen, ne? Dauert 5 Sekunden, ist ein kleines, easy Geschenk, wenn ihr jetzt auch in der nächsten Zeit die ganzen Weihnachtsskins kauft. Sour Skins und. Würde mich freuen. Hab mir dann auch all eure Kommentare durchgelesen, wo ihr welche Geschenke drin gefunden habt, ne? Was ihr dort geöffnet habt und gefunden habt und konnte so ein bisschen rausziehen, was in den Geschenken drin ist. Und tatsächlich können wir auf die Geschenke, sage ich, beziehungsweise auf die Farbe gucken. Und es sieht so aus, als ob eine lilane Kiste, beziehungsweise ein lilanes Geschenk, eine Spitzhacke oder ein Musikpaket beinhaltet. Das haben viele geschrieben, die da aus dem lilanen Geschichte gezogen haben. Ein rotes Geschenk kann tatsächlich einen Ladebildschirm oder einen Banner beinhalten. Und da das nur ein einziges rotes gibt, würde ich das eher erstmal sparen, würde ich mal sagen, ne? Die blauen Kisten, also die hellblauen, ja, beziehungsweise auch schon die dunkelblauen mit dem Tannenbaum drauf. Weil es gibt noch einen hellblauen mit zwei Zuckerstangen dran. Ja, das sind zwei unterschiedliche Blautöne, die das Blau mit dem Tannenbaum drauf. Dort kann ein Gleiter oder eine Waffenlackierung drin sein. Bei dem anderen blauen drin kann auch ein Gleiter und eine Waffenlackierung drin sein. Im Prinzip ist es egal, aber es sind zwei unterschiedliche Sets, so wie es aussieht, weil die hellblauen geben tatsächlich was anderes raus, ne? Die gelben Geschenke sind tatsächlich eine der cooleren. Und dort findet ihr eine Spitzhacke oder ein Falleffekt. Und ich glaube, ich werde mir auch jetzt mal das Ding öffnen. Ihr könnt gerne runterschreiben, Leute, was ihr in den Geschenken findet. Und ich werde auch in Instagram jeden Tag, sage ich mal, eine Story posten, wo ich dann auch mein Geschenk zeige, was ich da daraus ziehe. Also gerne auch bei Instagram folgen, Leute. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. So, die grauen Geschenke auf der linken Seite geben einen Rucksack, einen Ladebildschirm und Icon. Also du kannst ein Ladebildschirm und Icon bekommen. Ne, zwei Items gleichzeitig. Oder aber du bekommst einen Rucksack. Das sind die grauen Geschenke auf der linken Seite. Und das ist anhand der Farbe, die die Links haben. Ja, zwei besondere Geschenke gibt es auf der rechten Seite. Und die folgen einem anderen Muster, weil da sind Star Wars Geschenke. Der Millennium Falke ist klar. Ist bei jedem gleich. Ist bei jedem, die Form ist gleich, die Farbe ist gleich. Es ändert sich nicht 100%ig Millennium Falke, wenn du das untere Geschenk öffnest. Komischerweise, sieht aus wie eine PlayStation 5. Kriegst einen Millennium Falken oder einen Staubsauger draus, ne? Aber das rechte Geschenk, das größere, ist tatsächlich auch ein Star Wars Geschenk und da kriegt man einen Star Wars Rucksack und sieht eigentlich relativ ähnlich aus wie die anderen Star Wars Rucksäcke. Ne, wie diese hier, die wir schon bekommen haben, nur dass es diesmal ein rotes Hologramm ist von den Sith. So, ich öffne mal ein gelbes und wenn das stimmt, sollte ich theoretisch entweder die hier Lebkuchen-Spitzhacke bekommen oder den Falleffekt mit dem Weihnachtszeug und dem Weihnachtsgrün unten drauf, ne? Schütteln wir mal. Wie ein gutes Rührei, ne? Okay, haben wir gut geschüttelt. Okay, dann versuchen wir mal zu öffnen. Und ich habe noch einen zweiten Account, den ich auch noch gleich noch ein Geschenk öffne. Und noch das grüne Geschenk, logischerweise. Und
Die Theorie passt, Leute. Es ist safe. An Saftay Sunny von Fischstäbchen kriege ich die guten hier Lebkuchenspitzhacken. Und die sehen auch lecker aus, würde ich mal sagen, ne? Zum Anbeißen. Und im Prinzip könnt ihr euch jetzt anhand dieser Information dran richten, was ihr zuerst aufmacht. Meine Empfehlung ist auch wirklich, dass man mit der roten Kiste bis zum Schluss wartet. Und jetzt ist die Lebkuchenspitzhacke auch tatsächlich jetzt an der Wand hier angehängt, ne? Da an der Wand ist das Ding angehängt und alle Geschenke verteilen sich hier jetzt auch in der Hütte, was auch mega schön ist. Ich kann auch eine neue Challenge öffnen, logischerweise. So, neue Challenge am Start. Blam, schüre ein Lagerfeuer. Falls ihr nicht wisst, was ihr machen müsst, Leute, sucht ein Lagerfeuer auf der Karte. Und da könnt ihr Holz reinschmeißen, um das zu schüren oder beziehungsweise nochmal anzufachen. Kleines Easter Egg. Bei einigen Leuten kann man tatsächlich an dem Lagerfeuer in der Kabine Erfahrungspunkte sammeln, indem man einfach auf das Ding hier klickt und dann dort sitzt und das Ding laufen lässt. Ich habe es halbe Stunde laufen lassen. Ich habe nicht einmal Erfahrungspunkte bekommen. Ich weiß nicht warum. Einige bekommen bis zu 5000 Erfahrungspunkte. Einige 100, wenn die da einfach nur rumhocken. Könnt ihr mal ausprobieren, ob ihr da Erfahrungspunkte sammeln könnt und. Bei mir ist bisher nichts aufgeploppt. Ich weiß nicht warum. So, Leute, jetzt aber. Habt ihr aufgepasst? Wenn ihr aufgepasst habt, dann fehlt doch noch etwas, ne? Für die Leute, die das Video übersprungen haben, wahrscheinlich vielleicht habt ihr etwas verpasst. Aber ein Geschenk haben wir ja gerade übersprungen. Und das ist das mysteriöse, grüne, große Geschenk, ne? Und die Gerüchte davon sind auch schon wieder mal unzählig. Schon während des Livestreams kamen schon 1000 Gerüchte zustande. Ne, wir kriegen dort zum Beispiel den kostenlosen Battle Pass. Nein. Oh, ui. Oh, Leute, das wäre krass, ne? Einige haben gesagt, die haben 10.000 V-Bucks daraus bekommen, weil die das Ding geöffnet haben. Ja, die besitzen entweder magische Kräfte, wozu brauchen die dann noch V-Bucks oder sowas, ne? Aber wenn ihr auch noch gut aufgepasst habt, dann ist euch bestimmt aufgefallen, dass wir aus den ganzen kostenlosen Sachen, die wir gerade runtergerattert haben, eine bestimmte Kategorie fehlt. Und zwar die zwei kostenlose Skins, ne? Zwei kostenlose Skins müssen wir erhalten, weil das hat Epic ja reingeschrieben, den Mammut und den Weihnachtsbaum Jonesy. Und in den ganzen Geschenken sind bisher nur Gleiter, hier Waffenlackierung drin, Spitzhacken, Musikpaketen, in den lilanen zum Beispiel. Bei der gelben ist die Lebkuchenspitzhacke drin und. Ist auf jeden Fall schon mal nice, ne? Und am Anfang habe ich auch eine Menge Kommentare und Chatnachrichten bekommen, wo die Leute geschrieben haben, ich habe den Mammutskin gezogen, ich habe den Weihnachtsbaum Jonesy gezogen und, ne? Hat sich ja nur herausgestellt, dass es nur aufmerksamkeitsgeile Typen sind, die ein bisschen da, sag ich mal, flexen wollten für das, was sie nicht erhalten haben. Bisher habe ich überhaupt keinen einzigen Beweis bekommen, dass irgendjemand einen Skin aus diesen Geschenken gezogen hat. Deswegen kann man eigentlich nur eins und eins zusammenrechnen, Leute, und das bleibt, dass die zwei Skins wirklich aus dem großen grünen Geschenk rauskommen, der erst am Schluss aufmachbar ist. Und erst am Schluss heißt tatsächlich wahrscheinlich am Silvester, am 31.12., wenn man alle 13 Geschenke vorher nimmt. Oder 30.12., muss man jetzt ein bisschen hochrechnen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Geschenke, 10 auf der rechten Seite, 10 Geschenke habe ich noch. Am 30.12. kann man dann tatsächlich das große Grüne öffnen. Und ich würde sagen, ich versuche es zu live zu streamen. Ich bin mir noch nicht sicher, bin da in der Zeit in Prag unterwegs. Und ja, beide kostenlose Skins werden aus diesem großen Paket rauskommen. Deswegen könnt ihr eigentlich alle anderen erstmal ganz gemütlich aufmachen, bis auf das Rote. Das Rote ist wirklich in meinen Augen das schlechteste Ladebildschirm und Banner. Um die Theorie noch zu bestätigen, springe ich mal auf meinen zweiten Account. So, auf dem zweiten Account auch am Start. Ne? Wir haben ein Geschenk, da gehen wir mal auch natürlich herzlich rein. Da ist noch der Millennium Falcon. Ne? Hier habe ich tatsächlich aber einen kleinen Bug, weil hier zwei Geschenke schon offen sind, obwohl ich mich noch erst am Tag 2 befinde. Ne? Ich habe nur ein Geschenk aufgemacht und schon waren zwei offen. Keine Ahnung, ob das jetzt noch gefixt hat oder warum was dahinter steckt. Aber ich mache jetzt mal eine lilane auf, weil dann müsste ich theoretisch eine Spitzhacke bekommen oder ein Musikpaket. So, wir schütteln mal die Dinger auch, ne? Okay, hier ist ein Glöckchen. Bei dem anderen sind Default Dance hier Klatscher drin, ne? Klack, klatsch, klatsch, klatsch. Ich vermute mal, die Klatscher könnte das Musikpaket sein. Wir probieren es mit dem Glöckchen, oder? Mal schauen, ob wir auch anhand des Sounds irgendwie einen Unterschied feststellen können. So, komm, Spitzhacke, da muss ich Fisch. Ah, genau andersrum. Genau andersrum, aber es passt. Musikpaket in den lilanen Dinge drin. In anderem lilanen wäre tatsächlich dann auch die andere Spitzhacke drinnen, ne? Cool, auf dem zweiten Account habe ich wirklich schon 3 Geschenke offen. Respekt. Hole mir noch mal hier meine Challenge rein, obwohl ich wahrscheinlich beim zweiten Account das nicht machen werde, weil ich damit sehr selten spiele. Und ich habe so ein hellblaues, beziehungsweise ein blaues mit einer Tannenbaum geöffnet und ich habe auch den Gleiter bekommen. Was auch mit zusammenpasst, weil man entweder einen Gleiter oder eine Waffenlackierung bekommt. Nur, dass ich jetzt schon eins aufhabe. Es gibt ja noch ein drittes, ne?
Kann sein, dass die zwei einfach zusammenhängen. Das wäre irgendwie komisch. Warum auch immer man mit einem Geschenk öffnen zwei Stück kriegt, weil im anderen müsste jetzt eigentlich eine Waffenlackierung drin sein und in diesem müsste eigentlich auch eine Waffenlackierung sein. Ha, es bleibt trotzdem spannend, Leute. Es bleibt spannend, wenn man kann sich ein bisschen drauf freuen und was man so erhält. Weihnachten ist schön. Fortnite-Weihnachten ist noch schöner. Viele kostenlose Sachen. Nachtaktiv, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. In den nächsten Tagen kommen natürlich noch weitere Videos. Gerne Abo-Button, Glocke reinhauen. Team Frühaktiv, wenn ihr gerade erst aufgewacht seid, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen in einem wunderschönen Samstag. Oder vielleicht schaut ihr das Video auch erst in zwei Wochen, dann irgendeinen Tag, wo ihr gerade seid, ist auch wurscht oder so, ne? Aber gebt mir Flosse. Nope.